was Neues ausprobieren. Dazu bin ich heute ins Vertical Ballerina gegangen, ein Pole-Studio in München. Und genau, habe hier einfach mal so ein bisschen mich an den Stangen ausprobiert. Und ja, ihr könnt jetzt mal sehen, wie das gelaufen ist. Gut ist vielleicht was anderes, wobei man muss dann alles ein bisschen relativieren. Ich habe es vorher schon mal ausprobiert. Einmal in Costa Rica und einmal davor auch irgendwo anders zwischendurch. Aber genau, es ist wirklich schwieriger, als es ausschaut. Ich habe angefangen natürlich mit ein bisschen Warm-up, ganz allgemein. Stretching ist natürlich super wichtig am Anfang. Dann habe ich mich auch ein bisschen an der Pole aufgewärmt, habe nochmal so ein paar kleinen, nicht ein paar kleinen, sondern den einzelnen kleinen, den ich kenne, probiert, so wieder ein bisschen rauf und runter zu klettern, um auch mich mit der Stange ein bisschen anzufreunden und genau ein bisschen die Klettertechnik zu üben. Dann habe ich ein paar Inwards gemacht, also wo man so die Füße nach oben nimmt und dann ja, sich mehr oder weniger da Kopf über eine Stange hängt, um ein Bein einhaken zu können. Und genau, das war so ein bisschen zum Reinkommen, das hatte ich alles schon mal gemacht oder auch so an anderen Geräten gibt es so ähnliche Bewegungen. Das hat mir sehr geholfen, das einigermaßen fix hinzubekommen, auch wenn es noch lange nicht schön ausschaut und nicht angenehm ist. Also die Stange ist echt ordentlich hart. Ich habe noch, man sieht es vielleicht gar nicht mehr so, aber ich bin noch ordentlich durchblutet in den Beinen und Armen, weil man immer wieder so Reibung erzeugen muss an der Stange, um so auch zu halten. Die Lena, mit der ich hier gerade ein bisschen geübt habe, beziehungsweise die mir so ein paar Sachen gezeigt hat und ein paar Tipps gegeben hat noch, Schmerz heißt, dass du Grip hast, hat mich nur ein bisschen aufgebaut. Es tut brutal weh an der Haut, aber genau, es schaut einfach so schön aus, ich will das unbedingt können. Genau, deshalb habe ich so ein bisschen versucht durchzuhalten, den Schmerz auszublenden oder zu akzeptieren. Aber ja, gerade so nach den Inwards und so habe ich mich mal am Seat probiert, wo man so mit den Beinen die Stange einklemmen muss und dann zieht einem die ganze Haut sonst wohin. Und dann hat die Lena mir noch was gezeigt, wo man so das Bein überschlägt und sich dann nach hinten runterlässt. Sehr, sehr gruselig, da der Reibung oder der Haut quasi auch zu vertrauen. Und ja, ich musste mich sehr zusammenreißen. Man sieht es vielleicht auch im Video. Ich weiß gar nicht, wie die das immer so einfach ausschauen lassen. Später ging es dann noch so an ein paar schwungvollere Sachen, wo man dann so ein bisschen um die Stange anfängt zu laufen und dann versucht sich so elegant rumzudrehen. Elegant ist da auch gar nicht so leicht umzusetzen und auch den ganzen Schwung reinzubringen, dass man da in der richtigen Achse irgendwie bleibt und nicht um die Stange eiert oder plötzlich keinen Schwung mehr hat oder sich die Füße umdreht. Ich bin leider einmal ein bisschen durcheinander, da muss man ein bisschen aufpassen. Meine Sprunggelenke sind richtig besser daher. Genau, aber ja, war ein Learning. Ist zum Glück nichts passiert. Das heißt, ich konnte direkt weitermachen, weil ja, der Ehrgeiz hat mich auf jeden Fall gepackt. Das wollte ich noch weiter ausprobieren. Ich habe zwei verschiedene Spins probiert. Einmal, wo man sich hier einhakt und einmal ein bisschen weiter weg. Und dann habe ich noch probiert, aus dem einen Spin raus in den Invert reinzugehen und dann umzugreifen und dann ja, in so eine Schulterflag zu kommen. Da hat die Lena mir zum Glück geholfen, weil ja, ich hatte schon ein bisschen Angst. Hänge ich dann auch so eigentlich so kurz am Boden, aber ich wusste ja nicht, wie hoch oder tief ich bin und ja, ein bisschen Angst bekommen.
Aber genau, die Lena war zum Glück da. Also falls ihr irgend sowas mal ausprobiert, auf jeden Fall immer nur mit Spotter oder legt euch auf jeden Fall eine Matte drunter. Genau, weil es ist einfach nicht leicht. Und gerade wenn man dann mal so kopfüber irgendwo hängt und dann die Kraft ausgeht, muss man schon sicherstellen, dass man da ordentlich wieder zurück auf die Füße kommt. Also die Kombi auf jeden Fall mit der Drehung und dann weitergreifen hat mega Spaß gemacht. Schaut bei mir noch alles andere als elegant aus, wenn man vielleicht an ungestreckten Zehen und Beinen sieht. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwann einfach demnächst nochmal probieren kann und dann vielleicht ein bisschen schicker hinbekomme. Insgesamt bin ich auf jeden Fall super müde geworden, ohne es eigentlich zu merken, weil ich so viel Spaß hatte an der Bewegung und einfach so abgelenkt war auch durch die Schmerzen und durch die ganzen neuen Sachen. Aber genau, hat super, super Spaß gemacht. Ich spüre ein bisschen meine Schulter jetzt leider und natürlich mein Fußgelenk. Aber das war sowas von wert. Und ich muss jetzt auch, glaube ich, auch gleich noch kurz die Lena holen, dass die euch da auch noch so ein bisschen Hintergründe und so dazu erzählen kann, falls ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt. So, Lena, wie habe ich mich angestellt? Gar nicht gut. Obviously, nicht gut. Es hat sich nicht so angefühlt, weil es hat sich sehr schwerfällig angefühlt, bevor man dich so anschaut. Es schaut so einfach aus und es ist so schön. Ja, also bei den Sachen, die man natürlich oft macht, ist es genau das gleiche im Hamstern. So, wenn man es oft macht, sieht es natürlich einfach aus, auch wenn es das nicht ist. Caro ist eine sehr, sehr großartige Athletin im Großen, so in allen Sachen, die sie macht. Deswegen haben wir auch beim Pole heute fortgeschrittene Sachen gemacht. Das heißt, auch wenn ihr das Video anschaut, Lust habt, Pole auszuprobieren, kommt ins Studio, sucht euch einen Trainer, macht das von Anfang an immer mit der Ruhe. Caro hat Trainer ist wirklich eine gute Sache da. Also ich habe ein paar Sachen selber probiert, weil ich dachte, ach, das sieht man doch, wie das funktioniert. Aber die Lena hat mir da richtig gute Tipps gegeben und es hat einfach einen Weltenunterschied gemacht. Ja, und es ist wirklich wichtig, also, dass man sich da eben auch nicht mit anderen Leuten vergleicht, die eben zum Beispiel aus ganz vielen unterschiedlichen Sportarten kommen, schon ein sehr gutes Körpergefühl haben, schon ganz viel probiert haben. Da kann es natürlich sein, dass dann bestimmte Sachen einfach schon viel besser funktionieren. Deswegen, ja, wenn ihr Lust habt, voll auszuprobieren, go for it und schaut, dass ihr von vorne und Schritt für Schritt anfangt. Ganz kurz vielleicht, wie viel damals duschen? Oh. Meine 2015 oder 2016, okay. Genau, also schon eine ganze Weile. Ja, aber genau, mit Rückschlägen, Pausen. Genau, deswegen immer mit der Ruhe, nicht mit zu schnell. Genau. Und Aufbautraining machen und dann, genau, macht es aber richtig Spaß. Und die Schmerzen, gehen die irgendwann weg? Ja, also man gewöhnt sich dran bei den Sachen, die man ganz oft macht. Die Körperstellen gewöhnen sich irgendwann so an den Kontakt mit der Pole. Aber es ist trotzdem so, wenn ich jetzt neue Tricks mache, die vielleicht jetzt irgendwie einen Kontaktpunkt haben, den ich vorher noch nicht hatte, dann tut es auch wieder weh. Also so ganz weg, glaube ich, geht's nicht. Tja, schade. Ich habe ein bisschen gehofft, dass das irgendwann weggeht. Es wird besser. Okay, cool. Dann werde ich das wohl nächste Woche hoffentlich gleich nochmal ausprobieren. Und viel Erfolg. Vielen Dank, Lena, fürs Mitnehmen. Und viel Spaß euch beim Ausprobieren.